Die 13-jährige Letizia hat eigentlich italienische Wurzeln. Jetzt aber will sie Türkisch lernen. Wie einige ihrer Klassenkameraden hat sie die Fremdsprache bewusst ausgewählt. Meine Freunde können halt Türkisch und ich wollte mit denen auch so reden, auf andere Sprachen außer Deutsch. Ja, ich finde auch die Sprache schön. Also Hälfte meiner Freunde sind halt Türken und manchmal die reden halt so Türkisch und ich verstehe halt nicht so viel. Und ich will jetzt auch Türkisch lernen, damit ich mit denen auch so also reden kann. Türkischunterricht heute in der 7. Klasse der Europaschule von Lolla. Als ganz normale zweite Fremdsprache. Die meisten sind hier Deutsche, Bosnier, Syrer. Und auch die mit türkischem Hintergrund können die Sprache oft nur spärlich. 15 Schüler lernen hier freiwillig Türkisch. Viele Eltern reagierten positiv auf ihre Wahl. Das war richtig toll. Sie so, oh, willst du echt Türkisch machen? Das ist ja eine schöne Sprache. Auch wenn wir Urlaub gehen in der Türkei oder auch mit einer Schule. Hab gesagt, das ist gut. Türkisch für alle. Die Landesregierung hat den Schulversuch vor einem Jahr eingeführt. Geht das Konzept auf? Bislang gibt es wenig Interesse. Die Clemens-Brentano-Europaschule ist eine von drei in ganz Hessen, die diesen Unterricht testet. Eine weitere Sprache öffne den Kindern eine völlig neue Welt, meint man hier. Sie würden damit nicht überfordert. Kinder können ganz schnell und ganz viel Sprachen erfassen. Und es macht ihnen absolut nichts aus, wenn sie zwei oder drei Sprachen gleichzeitig lernen. Lolla ist also ein Versuchsfeld für die mögliche Erweiterung der Sprachangebote an Hessens Schulen. Beim Thema Religionsunterricht gibt es Kritik, dass die Türkei zu viel Einfluss üben könne. Wie ist es hier beim Sprachunterricht? Hier werden Inhalte nur angeboten, die im Einklang mit dem deutschen Grundgesetz stehen. Und ich würde mich verwehren, wenn eine ausländische Regierung, egal welcher Couleur, hier Einfluss nehmen sollte. Davon gehe ich aus, dass das nicht der Fall ist. Das Kultusministerium könnte Fremdsprachen wie bereits Italienisch oder Russisch als normales Angebot einfach so festlegen. Dass das bei Türkisch erstmal mit einem Modellversuch ausgetestet werden muss, findet die SPD diskriminierend. Das verunsichert und es gibt keine Planungssicherheit, weder für Schulen noch für Eltern noch für Kinder. Und deshalb ist es vielleicht gut gemeint, damit sie sagen können, wir wollen die türkische Sprache auch akzeptieren. Aber im Grunde genommen ist es auch ein bisschen ausgrenzend. Türkisch sei nun mal keine Weltsprache, entgegnet die Landesregierung. Ob die neue Sprache bald in den Schulen regulär eingeführt wird, ist unsicher. Und es könnte noch Jahre dauern.